Warum nur um alles in der Welt habe ich mir diese verdammte Saisonzulassung angetan? Das bedeutet 4 harte Monate leidigen Verzichts. Ha, nee. Zum Glück gehört das ja der Vergangenheit an. Ich fahre nun das ganze Jahr bei Wind und Wetter. Nur bei solchen Verhältnissen, da lasse ich das Moped dann doch lieber stehen. Saisonstart. Manch einer nimmt ihn zum Anlass, sein Leben auf die Probe zu stellen. Andere wiederum probieren sich in ihrer Suche nach der idealen Kurvenlinie. Jungs, so viel kann ich euch verraten. An der Mittellinie werdet ihr ganz sicher nicht fündig. Grund genug für mich, zum Saisonstart ganz andere Sachen auszuprobieren. Neue Kamerapositionen zum Beispiel. Und die neue Kamera. Das neue Mikrofon am Auspuff. Das neue Gimbal. Und so weiter. Probiert man neue Sachen am besten aus? Richtig, auf einer Probefahrt. Genau dafür nehme ich dich heute mit auf die Schwäbische Alb in Süddeutschland. Ich sehe schon, die Brustgurtposition bedarf einer Korrektur. Die Kamera hängt viel zu niedrig. Die erste wichtige Erkenntnis der Probefahrt. Schauen wir uns das Geraffel mal etwas genauer an. Am Lenker die GoPro Hero 3. Angeschlossen ist daran ein Mikrofonkabel, das nach hinten führt. Ein Shure SM11 dient am Auspuff der Tonabnahme. Als Befestigung dient eine Klemmschelle aus dem Baumarkt. Bei freihändigen Aufnahmen soll diese elektronisch stabilisierte, kardanische Aufhängung für ein ruhiges Bild sorgen. Gimbal ist der englische Begriff dafür. Den Olympus Audio Recorder habe ich daran mit RAM-Mount-Elementen befestigt. Jede Berührung des Recorders ist in der Tonaufnahme deutlich zu hören. Darauf muss ich achten. Der Gimbal lässt sich mit einem Saugnapf auch auf dem Kofferdeckel befestigen. Dazu gibt es gleich noch ein paar Probeaufnahmen. Vorher probiere ich den Gimbal in der Hand. Probieren werde ich natürlich auch die Kulinaritäten des Hofladens hier.
Bei der Probefahrt mit dem Gimbal auf dem Koffer zeigt sich jetzt gleich ein seltsames Phänomen. Hier, weshalb sich die Kamera in Schräglage begibt, kann ich noch nicht nachvollziehen. So müsste es eigentlich aussehen. Die Aufgabe des Gimbals ist, die Kamera in der Waagrechten zu halten. Ist die Kamera irgendwo angestoßen oder Opfer der Fliehkraft geworden? Ich weiß es nicht. Hier, wieder. Seltsam. Vielleicht komme ich der Sache noch auf den Grund. In dieser Perspektive wirkt die Helmkamera ein wenig störend, finde ich. Also auch darauf sollte ich achten, keine Kamera am Helm zu tragen, wenn ich selbst im Bild sein will. An der Helmkamera finde ich vor allem vorteilhaft, auch mal schnell nach links oder rechts in die Landschaft filmen zu können, so wie hier. Natürlich geht Verkehrssicherheit vor. Meine Augen blicken währenddessen in Fahrtrichtung. Bei der nun folgenden Landschaftsaufnahme bitte mal genau auf die Geräusche achten. Die Stellmotoren des Gimbals sind deutlich in der Tonaufnahme zu hören. Den Rekorder sollte ich wohl nur dann am Gimbal montieren, wenn die Umgebungsgeräusche laut genug sind, um die Geräusche des Gimbals zu übertönen. Was lernt man nicht alles auf einer Probefahrt? Oder wie hier, auf einer Probewanderung?
Im Hinblick auf die Bildqualität scheint sich die Investition in die neue GoPro 5 wirklich gelohnt zu haben. Besonders beeindruckt mich, wie schnell und präzise die Belichtungsautomatik auf Licht- und Schattenwechsel reagiert. Es gibt in diesen Situationen kaum Überbelichtungen. Zugute kommt dabei wohl auch, dass sich eine Belichtungskorrektur einstellen lässt. Diese habe ich auf -1,0 eingestellt. Diese seltsamen Tonstörungen habe ich einige Male auf den Probeaufnahmen gefunden. Kurz vorher bekam ich sogar eine Fehlermeldung, dass die Aufnahme abgebrochen wurde. Ob die Elektronik des Gimbals Störungen im Rekorder verursacht? Denkbar sind aber auch eine Störung im Rekorder selbst oder ein Problem mit der Speicherkarte. Das gab es früher auch schon mal, allerdings nur ganz selten. Mit dem Zugewinn an Erkenntnissen darf ich meinen Saisonstart auf Probe wohl als bestanden betrachten. Die Saison kann kommen, mit neuen Aufnahmen in Bild und Ton.